Hallo und herzlich willkommen hier zum dritten Teil meiner Dschungel-Challenge. Erfunden wurde das Ganze vom simfan.de auf YouTube. Und ja, die Regeln bekommt ihr auch dort. Ist hier halt ein Dschungelgelände und momentan bin ich noch hier in der ersten Woche, habe die erste große Aufgabe hinter mich gebracht und bin hier immer noch damit beschäftigt, zu überleben. Ist nicht so einfach. Müssen jetzt hier eben wieder gucken, dass wir unser Gemüse, was wir angepflanzt haben, versorgen. Kann ich alles noch nichts machen? Ah, da kann man was ernten. Ja, da muss der auch gleich wieder was essen. Momentan ernährt er sich größtenteils von Pep-Beeren und diesen von diesem Emotionsbaum. Viel was anderes haben wir noch nicht. Eben da einmal Salbei. Ja, und diese anderen Beeren. Irgendwo habe ich auch Avocado. Ja, da kann er auch noch nichts weiter mitmachen. Tja, sind wir schon wieder rum, ne? Ja, das sind die kleinen Avocados. Ah nee, das ist nochmal Salbei. Auch nochmal Salbei. Wo habe ich denn die Avocados? Ach, dann sind die hier weiter hinten, da hinten irgendwo. Ah, sonst finden wir hier auch nichts mehr, ne? Nee, dann müssen wir jetzt mal zu dem gehen. Wo ist er denn? Da ist er. Jetzt müssen wir dem erstmal was zu essen geben. Was haben wir denn da? Wir haben noch eine Avocado. Möchte hier ungern essen. Ich glaube, wir pflanzen noch mal eine Avocado hier an. Pflanzen. Das ist auch sonst echt nichts. Ich glaube, dann werden wir hier auch noch mal was anpflanzen. Also ein Baum. Das haben wir heute zwar weniger zum Essen, aber Liebesrauschbeere essen. Ja. Siebenmal Salbei. Dann kann er auch noch ein Salbei essen. Was bringt denn das so? Ah, oh, das bringt doch eine ganze Menge. Ja, okay. Sozial. Mit der Kuhpflanze kann er noch nicht reden und auch nicht spielen. Das ist schade. Müssen wir mit sich selbst reden. Und das habe ich festgestellt, weil wir immer so auch Probleme hier mit der Hygiene haben, dass das ganz gut funktioniert, wenn wir den dabei am Becken sitzen lassen mit den Beinen im Wasser. Deswegen schicken wir den da mal hierher. Hier sitzen. Eben gar nicht so einfach, weil man sich das mit dem Essen echt gut überlegen muss. Was kann ich essen? Was muss ich vielleicht anpflanzen? Bis jetzt kann ich noch nicht viel ernten. Eben da hinten am Baum. Da muss irgendwo auch noch dieser Peppbaum sein. Oh, da gibt's. Ach, den habe ich wahrscheinlich. Ja. Morgen schon abgeerntet. Da habe ich nur eine Avocado, aber die bringt auch noch nichts. Jetzt geht die Hygiene gar nicht nach oben. Das hat doch das letzte Mal ganz gut funktioniert. Das ist aber merkwürdig.
Mal gucken, ob er einen Rückwärtssalto macht. Und dann setzen wir uns hier an diesen Teil. Macht er nicht. Dann lassen wir jetzt mal ein paar Runden schwimmen. Jetzt ist er auch noch müde. Ja, unser Busch da hinten, der ist ja in dem Fall nicht bewässert worden von ihm. Und dann lassen wir den jetzt hier mal ein Nickerchen drin machen. Achso, dann muss ich ihn wahrscheinlich erst wieder hierher bringen, ne? Schaffst du das alleine? Ja. Okay, ja, schlepp dich mal in den Busch. Können wir gerade nochmal? Und noch ein drittes Mal. Dann bestäuben wir das ganze Ding mal. Ja, dann lassen wir den mal hier nochmal Runden schwimmen. Ach, der ist so müde, ne? Dann geben wir dem ersten Mal was zu essen. Gibt nichts mehr außer Perlen hier. So, nochmal ein Salbei. Den hier wieder irgendwo hinsetzen lassen, hier sitzen. Machen wir das nämlich jetzt nochmal, gucken nochmal. Das hat das letzte Mal hier eigentlich ganz gut funktioniert mit dem Sitzen und mit dem Labern und dabei sauber werden. Am soon Bafatamoy. Ah, Abadullah. Barbahe Grenache. Ja, es geht noch nach oben, das ist doch gut. Snasha Sasorba. Suna, Suna. Sikafus. Revsing Moibim Fanjib. Skane's Shamay. Swobiv Zaffled. Yapa. Webisuk. Zarzuya. Klatizoidana. Parsigap. Quexelbora. Florius. Darboing. Chifialmabura. Sepine. Dabura. Abau. Sharbapinkuyu. Charchuk Seklau. The Morda!
viruses. Would this bomber do? Sinuch? Ein bisschen schneller laufen hier. Sinuch me boon. Sick of foos. Revs. Sharnu. M. Dornemka. Das Bora. Alfonso Dorna. Narimo. Crank is the Bora. Trips. Fue Bejelja. Canop. Lomish. Anquam Rup. Sarpava. Jetzt hat es wieder aufgehört. Jetzt geht es wieder nach unten mit der Hygiene. Okay, er hat auch wieder Hunger. Lass mit denen nochmal irgendwas essen. Oh, boah, Mensch, hier. Nochmal ein Salbei. Nochmal unten schwimmen. Ja, ich denke, wenn er sich allzu viel bewegt, wird er wahrscheinlich schneller Hunger kriegen, oder? Ein Bienenschwarm. Oh, Sarkini. Killink. Arpanaya. Suna. Ah! Down it. Yeah. You dump sub. Ja, die Blume, ja, die hätte ich gern auch nochmal. Aber. Er möchte einen Schwalbenschwung machen. Dann machen wir das doch mal. Genau. Na also. Bruce, Tedu, Wallacharp, Souza. You dump some Legenzo. Ich muss das noch bis Freitag. Weiß euch jetzt gar nicht, wann die nächste Aufgabe kommt. Das heißt immer mit der Zeit eben in Spielzeit. Und Lakamba Kinchayo Zarzuya Platisoi Dana Bekinoi Dabura Pipwo Wissum Angel Mifla Bekinoi Shun Sawada Beamy Ja, das hast du klasse gemacht, klatsch mal. Kurgadon. Ornemka, das Bura Floibna Chimene. Ein Lagerfeuer anzunehmen. Schelmisch sein, toll. Dona Dabura. Alfonso Uvene Dabura. Darboing Chiffy Almabura. Narimo Crankis Dabora. Waf Sibla. You dump some Legenzo. Bene. Waffetub Fibose. Jewel. Können wir denn da drüben im Busch schlafen? Dann. Ja, der müffelt nicht mehr.
lassen wir ihn da nochmal hingehen. Ah, noch einmal. Ja, und jetzt können wir uns wieder um die Bäume kümmern. Dann bestäuben wir den gerade nochmal. Geht nicht. Ernten. Mal gucken, ob er jetzt uns einen Salto beschert. Ja, das war ein Bauchplatscher, würde ich sagen. So, jetzt müssen wir wieder unsere ganzen angebauten Dinger kontrollieren. Da kann man noch nicht. Kann man nicht bewässern. Mal nicht. Okay, die nächsten sind. Hinten ist gar nichts, ne? Ach. Salbei bewässern und ernten. Kadobaum gibt es auch immer noch nichts. Meine Güte. Das war echt nicht schön. Kuhpflanze. Brauchen wir nichts machen. Hier können wir auch nochmal bewässern. Ah, jetzt können wir Pflanzen erforschen. Was ist das? Warum kann der da nicht gießen? Aha. Wadida. Ha. Toblavu. Ha. Gerboi. Boom. Ha. Gerboi. Boom. Ulak. Yibs. Ha. Aha. Flimbazi. Ulak. Aha. Shadow. Ha. Gerboi. Boom. Flimbazi. Müssen wir dir wieder was essen lassen? Gerboi. Ja, sind wir jetzt schon wieder einmal rundherum. Ja, was können wir denen da noch machen lassen? Eigentlich ja gar nichts, ne? Das ist immer nur... Ja, vielleicht. Ah, hier, die ist schon groß geworden. Kann man nochmal erforschen. Oh, nochmal
So haben wir dann wenigstens Kenntnisse über Pflanzen. Vielleicht können wir dann, müssten wir da irgendwann bessere züchten können. Hunger, Energie, dann können wir den nochmal hier vorne schlafen lassen. Nochmal Levelaufstieg, das ist doch schön. Peppbeere essen. So, dann kannst du hier ein Nickerchen machen. Nochmal ein Nickerchen machen. Ach, dann haben wir noch dahin geschickt, genau. Spino? Ja. Da hinten gibt es noch einen Baum. Hier, den habe ich ganz vergessen. Gießen. Düngen. Das ist aber scheiße. Muss ich eine von meinen Ehren? Oh nee. Gibt kein Dünger hier. Was ist denn das für ein Baum? Avocado-Baum. Ich weiß noch nicht, ob die Früchte besser werden, wenn ich die Dünger. Wahrscheinlich schon, ne? Ja, dann gehen wir jetzt mal wieder zum Wasser rüber. Spinnen. Oh, der Arme. Müssen wir mal gucken nach unserem Bäumen hier drüben. Müssen wir da noch was machen? Alle gießen. Macht das schon? Mal nochmal erforschen. Dann lassen wir den erstmal kurz ein Nickerchen machen, dann können wir danach bestäuben. Dann können wir uns wieder viel am Wasser aufhalten. Ach, das ist eins von den Dingern, die er sich da gefunden hat in der ersten Aufgabe. Wahrscheinlich davon habe ich nicht so viel gefunden, nur 7 Stück. Hm.
Noch ein Nickerchen. Einmal bestäuben. So, so. Essen, essen, essen. Ah, dann kann man dem heute mal eine Avocado essen lassen. Ja. Was macht der denn da? Warum duscht der? Oder was war das? Der soll nicht einfach Sachen benutzen. Du solltest deine Avocado essen. Ich habe das doch ausgeschaltet. Spieloption. Gameplay. Selbstständigkeit ist nämlich ausgeschaltet hier. Hat er da eins von meinen Dingen verbraucht? Vier habe ich jetzt noch. Okay, was ist das? Blitzsauerpulver. Feuer. Ah, nochmal Spinnenzeugs. Löschschaum. Oh Gott. Hier sitzen. Der war gar nicht im Busch. Der war gar nicht im Busch pinkeln. Doch. Warum ist die Blase nicht leer? Brauchst dich nicht umgucken, bist ganz alleine. Ausgenommen wir natürlich. Du Armer. Komm, geh schwimmen. Da gibt's keine Schwinden. Noch einmal was zu essen. Einmal Salbei und eine Avocado. Nurchel, Lumbuk Myrna Waj. Come here, Bouchard. Goosh, if we know. Tib? Vinesh, Lobo Banfus, Nibs, Aluboy, Jawib, Charnu, Mwapwo Bish, Hak Loim, Dibura, Klutz, Alfonso Dorna, Dornemka, Das Bura, Moranoi, Lobero, Karenzi. Pin, Alfonsa, Ubene, Kankuya, Slaparsagop, Quexelbora, Darboing, Chif, Harimo, Crankis Dabora. Ja, je weiter man hier rausgeht, desto weniger sieht man hier immer. Mal gucken, ob unsere Kuhpflanze inzwischen größer ist. Da was machen müssen? Müssen wir da was machen? Ja, da können wir ernten. Wie
Wir können ernten. Und wir können hier dann auch ernten. Gießen brauchen wir nicht. Da ist die Kuhpflanze inzwischen groß. Die müssen wir regelmäßig füttern, ne? Ich weiß gar nicht, mit was die gefüttert wird. Wo ist er? Hey, wo ist er denn? Warum kommt er nicht? Ach, der steht da noch drinne im Pool springen. Komm. Hingehen. Macht das nichts mit dem Sozial? Kann man nicht nochmal füttern? Das steht doch da oben. Füttern. Das macht überhaupt nichts mit dem Sozialen. Oh, das ist aber echt schade. Ich habe gedacht, die hilft uns da ein wenig weiter. Ist leider nicht so. Da müssen wir hier nochmal zu den Bäumen. Avocado. Da ist doch Frucht dran. Kann man nicht ernten? Gott. Ich geh erstmal schlafen. Das ist nichts. Das ist auch nichts. Ah. Da hinten den alles ernten. Ach, der ist schon wieder müde. Komm, mach erstmal hier die Bäume. Fertig. Genau, dann kannst du dich erstmal hier hinsetzen. Dann kriegst du jetzt was zu essen. Salbei essen. Salbei essen. Oh, das müsste ja jetzt mit dem Essen reichen. Da gibt es dann schon wieder was zu ernten. Sollten möglichst immer abernten schnell, damit die neue Ernte nachwächst, denke ich mal. Jetzt haben wir nichts mehr. So. Ja, ich glaube, das war's dann heute für heute erst einmal. Werde das Ganze dann jetzt hier wieder speichern. Und ja, mit der nächsten Folge geht's dann die nächsten Tage weiter.
Ja, hoffe, ihr hattet wieder Spaß dabei. Wenn ihr Lust habt, macht bei der Challenge selber noch mit. Und ja, ansonsten tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal.